Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Den Sport, den gibt's später mit Rudi Zerne. Hallo, schönen guten Abend. Und wir blicken jetzt gemeinsam auf die Themen. Streit über Flüchtlingskosten. Länder und Kommunen wollen deutlich mehr Geld. Der Bund zeigt die kalte Schulter. Marode Autobahnbrücke gesprengt. Die wichtige Nord-Süd-Achse bei Lüdenscheid bleibt noch jahrelang unterbrochen. Nach der Krönung, Großbritannien feiert mit Straßenfesten. Es gibt aber auch Kritik an der Festnahme von Monarchiegegnern. Durch Corona und Ukraine-Krieg war die Migrationspolitik aus dem Fokus geraten. Jetzt drängt das Thema mit voller Wucht zurück auf die politische Agenda. Mittwoch genau dazu ein Flüchtlingsgipfel zwischen Bund und Ländern. Einige Ministerpräsidenten machen Druck und fordern mehr Geld. Der Bund hatte seine Hilfen schon aufgestockt und will es jetzt dabei belassen. Es bahnen sich also schwierige Verhandlungen an. Patricia Wiedemeier. Übervolle Unterkünfte wie im hessischen Großrohrheim oder in Bensheim, überforderte Länder und Kommunen, immer weiter steigende Flüchtlingszahlen. Die Länder schlagen Alarm, fühlen sich vom Bund alleine gelassen, fordern parteiübergreifend mehr Geld vom Bund. Wir sind entschieden der Auffassung, wir brauchen ein atmendes System. Ein System, das die Mitverantwortung des Bundes vor allen Dingen auch anhand der Zahlen von Menschen steuert, die zu uns kommen. Es kann nicht damit getan sein, dass über Jahrespauschalleistung, ganz unabhängig von der Zahl der Schutzsuchenden, der Bund meint, er könne in dieser Hinsicht seine Aufgabe erledigt haben. Wir haben uns übergreifend über alle Parteigrenzen schon im November abgesprochen. 50-50 halten wir für eine faire Lösung. So in etwa gab es das auch in der Vergangenheit. Bei uns in Nordrhein-Westfalen kann ich sagen, der Bund beteiligt sich an den Kosten von Land und Kommunen aktuell nicht mal mehr mit 20%. Und deswegen müssen wir auch über Geld reden. Zudem müsse die Zahl der Flüchtlinge begrenzt werden. Der Bund müsse mehr tun für die Grenzsicherung, für Fortschritte sorgen bei Rücknahmeabkommen. Die Innenministerin verspricht nicht mehr Geld, will aber für eine gerechtere Verteilung in Europa kämpfen. Es geht darum, dass man gleichmäßiger verteilt, beispielsweise der ukrainischen Geflüchteten. Da gibt es Länder wie Polen, die viel mehr belastet sind als wir oder insbesondere auch beispielsweise als Mitgliedstaaten wie Frankreich. Es geht um gerechtere Verteilung gleichermaßen und darum kämpfe ich. Am Mittwoch findet der Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt statt. Und wie so oft vor solchen Gipfeln erhöhen beide Seiten den Druck. Der Bund gibt bisher bei den finanziellen Forderungen nicht nach. Für die Länder bieten die bisherigen Vorschläge des Bundes wenig Anlass zu Zuversicht. Bundesweit fehlen 378.000 Kita-Plätze, 291.000 allein für Kinder im Alter von 1 bis 3. So die Antwort des Bundesfamilienministeriums auf eine Anfrage der Linken-Fraktion. Seit 10 Jahren haben Kinder ab vollendetem ersten Lebensjahr eigentlich einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. 17.000 Tonnen Beton wurden heute kontrolliert gesprengt. Die Ramide-Talbrücke im Sauerland, 1968 fertiggestellt, ist seit heute Mittag Geschichte. Auf der A45 gehörte sie zur wichtigen Verkehrsachse zwischen Frankfurt und Dortmund. Die letzten 1,5 Jahre war die Talbrücke komplett gesperrt. Und das hieß und heißt Umleitung durch Lüdenscheid, Stauchaos, stockender Lieferverkehr. Die Folgen gravierend. Dorte Färber und Thaddäus Parade. Es ist Punkt 12 Uhr, als die 450 Meter lange Talbrücke in sich zusammenfällt. Eine Brücke am Hang, umgeben von Häusern, eine anspruchsvolle Sprengung. Der Jubel ist groß. Sie ist sauber in das Fallbett gefallen. Und wir sind sehr dankbar für diese präzise Arbeit des Sprengmeisters und seines Teams. Und freuen uns jetzt für die Region, dass dieser Tag auch ein Tag des Optimismus und der Zuversicht ist. Seit 1,5 Jahren quält sich der Ausweichverkehr nach der Sperrung der Talbrücke durch Lüdenscheid. Der Dauerlärm, eine Nervenprobe für die Anwohner. Die gesperrte Brücke isolierte zudem die Stadt. Wer nicht kommen musste, blieb weg. Nach der Sprengung jetzt überall Erleichterung. Wir hoffen, dass die
Brücke so schnell wie möglich gemacht wird. Dass die LKWs geringer werden und sag ich mal, dass der Brückenbau schnell stattfinden wird. Dass wir das mit unserer deutschen Bürokratie nicht wieder so hinkriegen, dass es 10 Jahre dauert statt 5. Das wünsche ich mir für alle. In 5 Jahren soll laut Planung die neue Brücke stehen. Lüdenscheid und die Region leiden vorerst weiter. Die Situation exemplarisch. Ein Stück weit ist diese Brücke ja auch Sinnbild geworden für eine Infrastrukturkatastrophe, die wir in Teilen Deutschlands haben und erleben. 4000 Autobahnbrücken müssen derzeit bundesweit saniert werden. Ob es mit einer neuen Brücke hier in 5 Jahren klappt, hängt laut Verkehrsminister auch von der Bauwirtschaft ab. Die Internationale Atomenergiebehörde warnt vor einem ernsten atomaren Unfall am Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine. Die von Russland angeordnete Evakuierung der nahegelegenen Stadt Enerhoda, wo der Großteil der AKW-Mitarbeiter lebt, mache die Situation immer unberechenbarer und potenziell gefährlich, so IAEA-Chef Grossi. Das Kraftwerk wird seit über einem Jahr von der russischen Armee kontrolliert. Schon wieder gab es einen blutigen Angriff in den USA. In einem Einkaufszentrum in einem Vorort von Dallas schoss ein Amokläufer um sich. 8 Menschen starben, darunter Kinder. 7 weitere Personen wurden verletzt. Hunderte versuchten, sich in Sicherheit zu bringen, weil zunächst unklar war, ob es sich um einen Einzeltäter handelt. Ein Polizist, der zufällig vor Ort war, erschoss den Mann. Die Hintergründe sind noch unklar. Am Tag nach der Krönung von Charles wird Kritik am Einsatz der Polizei geäußert, die etliche Monarchiegegner festnehmen ließ. Aber die Freude über das neue Königspaar überwiegt. Gestern, da ging es ja streng nach Protokoll zu, heute eher locker mit tausenden Straßen und Bürgerfesten im gesamten Land. Yassin Herland zeigt es uns. Sie feiern weiter, die Briten, ob in London oder in Swindon, sogar zu Wasser wie hier in Cornwall. Big Lunch, das große Mittagessen, heißt die Idee, die alle Menschen im Land zusammenbringen soll. Auch in der Downing Street, wo sich Premierminister Rishi Sunak gemeinsam mit der Gattin des US-Präsidenten Jill Biden noch ein wenig im Glanz der gestrigen Krönungsfeier sonnen wollte. Verfolgt von rund 20 Millionen Briten an den Bildschirmen, war da einmal mehr ein perfekt organisiertes royales Spektakel gelungen, mit allem Prunk und Pomp, die die Monarchie zu bieten hat. Was aber nicht bei jedem im Land gut ankommt, mit Festnahmen von Aktivisten hat die Polizei auf der Basis verschärfter Demonstrationsgesetze auf die Proteste reagiert. Daran wird die Kritik inzwischen immer lauter. Die Musik spielt allerdings heute im wahrsten Sinne des Wortes in Windsor, im Schatten des Schlosses. Auch hier eine Straßenparty, sogar mit einem sogenannten Stadtausrufer, der noch einmal die Krönung Charles III. Annonciert. Tradition ist nun mal Tradition. Wir haben das gebraucht. Überall auf der Welt haben wir ein paar schwierige Jahre hinter uns. Aber wie wir schon beim Thronjubiläum der Queen festgestellt haben, heben solche Ereignisse die Stimmung. Und die Royals kommen weiter ihrer Pflicht nach, sich zu zeigen, wie hier der Prinz und die Prinzessin von Wales. Heute Abend dann in Windsor das große Krönungskonzert mit internationalen Stars. Und morgen bekommen die Briten einen Tag frei. Da können sie sich dann vom Feiern ein bisschen erholen. So, bei uns geht es sportlich weiter mit Rudi. Und es wird wieder spannend in der Fußball-Bundesliga der Frauen. Ja, auf jeden Fall. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen, kann man sagen. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg gewannen am 19. Spieltag der Frauen-Bundesliga überzeugend mit 7:1 gegen den 1. FC Köln. Damit sind sie im Titelendspurt bis auf einen Punkt an Spitzenreiter München rangerückt. Nationalspielerin Lena Oberdorf sorgt bis zur Halbzeit schon für klare Verhältnisse. In der 40. Minute wagt sie einen Schuss aus 25 Metern, kraftvoll und platziert. Es ist das 3:1 für die Wolfsburgerinnen, dem die Mittelfeldspielerin noch vor dem Pausenpfiff das 4:1 folgen lässt. Gegen den Tabellenneunten aus Köln Wolfsburg in allen Belangen besser. Mit schnellem, druckvollem Angriffsspiel, auch Pauline Bremer, gelingen 2 Treffer, hier das 6:1. Die eingewechselte Alexandra Popp kann dann im 2. Versuch ihr herausragendes Kopfballspiel einsetzen. Endstand 7:1 für Wolfsburg. 3 Spieltage vor Saisonende jagen die Wölfinnen mit nur einem Punkt Rückstand den FC Bayern. Und zu den Männern die Ergebnisse der Zweitligaspiele von heute. Heidenheim-Magdeburg 0:0. Die Gastgeber im Pech. Einmal Latte, einmal Pfosten, kein Tor. Nürnberg-Kaiserslautern 3:3. Der Ausgleich für Kaiserslautern in der letzten Minute der Nachspielzeit.
und Eintracht Braunschweig SV Sandhausen 2:1. Die niederländische Polizei hat im Vorfeld des Spieles Ajax Amsterdam gegen AZ Alkmaar 154 Gästefans festgenommen. Sie hatten auf dem Weg ins Stadion antisemitische Lieder gesungen. Die Berlin Recycling Volleys haben sich gegen Friedrichshafen erneut den deutschen Meistertitel in der Volleyball-Bundesliga gesichert. Erfolgstrainer Cedric Enar feiert mit seiner vierten Meisterschaft in 5 Jahren seinen Abschied. Jetzt schlägt's 13. Der Tenor nach dem 13. Titelgewinn der BR-Volleys, ihrem 7. nacheinander. Berlin begeisternd im 4. Satz, macht deutliche Rückstände wett und sichert sich mit dem Block von Jaju Staleka den Sieg. 27:25 und damit nach Sätzen 3:1. Eine optimale Finalserie für Cedric Enar und seine Männer. 3:0 Siege gegen Friedrichshafen. Beide Konkurrenten sind jetzt deutsche Rekordmeister mit je 13 Triumphen. Und noch ein Zwischenstand zum Schluss. Borussia Dortmund führt gegen Wolfsburg mit 5:0. Mitri. Huch. Danke, Rudi. Gerne. Dann schauen wir noch zusammen auf die Wetteraussichten. Und die gehen so. Von Schleswig-Holstein bis nach Sachsen viel Sonnenschein. In der Südwesthälfte Schauer und Gewitter. Im Süden mit Starkregen maximal 16 bis 22 Grad. Das Heute-Journal um 21.45 Uhr mit Marietta Slomka. Schönen Dank fürs Interesse. Bis morgen. Und jetzt rüber in die Hauptstadt zu Shakuntala Banerjee und Berlin direkt.